Hallo und willkommen bei einer neuen Folge SnowRunner hier auf meinem Kanal, wo sonst. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei dieser Folge. Und hier siehst du wieder rechts oben, was der Auftrag ist. Was Kleines habe ich schon vorbereitet. Ich bin mit dem LKW da schon mal hingefahren, wo die Ziegel sind. Also ich muss erst mal aufladen. Kann sie nicht irgendwo an der Ladestation aufnehmen oder am Lager. Und die liegen da rum. Auftrag dürfte nicht allzu schwer sein. Strecke ist einfach. Müsste schnell erledigt werden. Oder sein. Den LKW, den ich da schon hingestellt habe, den habt ihr schon mal in der Folge gesehen, wo ich nicht dabei gequatscht habe. Muss sagen, ja, das ist ein schönes Ding. Auch so groß wie der, was ist denn der überhaupt? Dieser hier. Von der Größe her ziemlich ähnlich. Wenn jetzt sogar ein bisschen kleiner. War denn das jetzt? So viele LKWs herumstehen. Der da. Auf jeden Fall hat er ordentlich Kraft. Ich weiß echt nicht, ob diese kaputte Straße hier nochmal repariert wird durch den Auftrag. Ich habe zwar da einen freigeschalten. Ich glaube nicht, dass das der dafür ist. Und ja, ich weiß, ich muss noch den großen Auftrag machen, wo ich mal gescheitert bin, aber ich sträube mich noch davor. Noch habe ich andere Aufträge zu machen. So, die Ziegel stehen da hinten. Ich hole mir aber jetzt noch kurz das Update, wo hier oben liegt. Bin ich schon so oft vorbeigefahren. Da muss ich rein. Na, was ist denn? Wo hängt's denn jetzt schon wieder? Ist wieder diese Stützen hier vom Kran oder? So, da ist das Update. Ja, was für ein LKW ist das denn? AAC. Keine Ahnung, ob ich den hab. Die ist eh noch kommen, bis ich hier die Karte mal, wenn überhaupt, auf 100% habe. Kommt wahrscheinlich schon wieder eine neue raus. Braucht da immer ein bisschen. Ich spiele es ja nicht jeden Tag. Nimm da was auf. Und vor allem nicht stundenlang. Das kann ich dann auch nicht. So, da ist der neue LKW.
schon monströs aus, das Teil. Vor allem mit den Reifen da. Ich habe keine Ahnung, für was die dann da sind. Gut. Einmal laden. Stehe ich zu nah? Es geht. Senken war wieder. Eben senken e.V. Sollte gehen. Reicht es? Einmal wechseln. Jo, hat gepasst. Also was mit der Kamera denn hier? Denn jetzt? Das müssen wir noch ein bisschen drehen, das wird wahrscheinlich nichts. Zack. Wechseln. Eieiei, das ist aber schief. Hat gepasst. Wenn noch da sind, kann ich die auch aufnehmen oder ist das nur Deko? Schauen. Vielleicht brauche ich den Kran da. Das sieht Deko-mäßig aus. Ich lasse mal da stehen. So, jetzt müsste ich theoretisch hier ein bisschen rückwärts fahren. Also für alle, die mit so einem Lenkachs-Anhänger, wie auch immer wenn man den nennt, im Spiel rückwärts fahren können, Hut ab. Gleich habe ich's. Oh. Jetzt. Das ist ein Monster, ey. Der ist auf jeden Fall größer als der andere. Also höher definitiv. Das auf alle Fälle.
So, jetzt nur noch in das Dorf oben und die Ziegel abgeben und dann haben wir den Auftrag auch geschafft. Gehe jetzt nicht davon aus, dass da irgendwas passiert unterwegs. Na, schwächelt er hier ein bisschen? Kann leider auch noch nicht alle Updates für den LKW kaufen. Die habe ich noch nicht freigeschalten. Der Verbrauch bei dem Teil ist echt sehr gut. Die Größe kann man nicht meckern. Ich weiß gar nicht, welcher der größte LKW in dem Spiel ist. Ja, keine Ahnung. Ich habe in Hochkampf vielleicht 2 Stück mal gekauft. Ansonsten fahre ich immer mit denen, die ich halt freischalte im Spiel. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was der größte LKW in dem Spiel ist. Und welcher der stärkste ist. Würde mich mal interessieren. Oh, das wackelt aber du. Na, wer denn da hin? Bin gespannt hier bei dem Loch. Was sieht denn hier so einig aus? Ja, schafft das? Nee. Im hohen Gang auf jeden Fall nicht, aber ansonsten. Boah. Der geht da gut durch.
brauche auf jeden Fall mal das Laub Offroad Getriebe ist es. Dann schaltet er ein bisschen besser. Fundament? Ne, den hatten wir schon. Nö. Was soll das sein jetzt? Freischalten? Treibstoff. Versprechen. Keine Ahnung. Muss ich mal schauen, was das für ein Auftrag war. Ja, gut. Der Auftrag war jetzt nicht so wirklich schwer, aber er muss halt auch gemacht werden. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Tschüss.